Ja, weil ich kann mich da ausmehren und der Leser hat ja die Möglichkeit, wenn das durchhängt, kann er weiterblättern und 20 Seiten später weiterlesen. Ja. Im Film hat er die Möglichkeit nicht, der ist in diesen Zeitpfeil eingespannt. In der Musik ist es genauso. Ne. Wenn das einbricht, ist der Zuschauer weg. Und ihn dann wieder zu kriegen, ist sehr schwer. Das heißt, man muss in jedem Moment, denke ich, in jedem Moment, wenn man ein Buch schreibt, sich immer überlegen, auf der einen Seite muss man wirklich seine Fantasie entfalten dürfen, aber auf der anderen Seite muss man immer überlegen, wie wirkt das da? Geht das jetzt noch? Seien es drei Höhepunkte hintereinander, ist schlecht. Drei Nicht-Höhepunkte ist auch schlecht. Also das ist eine Strukturfrage, die natürlich auch ein bisschen mit Erfahrung zu tun hat, aber die meiner Meinung nach sehr oft einfach als Arroganz vernachlässigt wird. Also ich denke mal, es ist ein gesundes Gleichgewicht zwischen dem Willen, das auszudrücken, was man ausdrücken will, aber auch der Berücksichtigung der Sehgewohnheiten des Publikums. Das heißt, nicht sich anbieten beim Publikum, aber mitdenken, wie würde ich reagieren, wenn ich jetzt da unten sitze? Würde ich das wirklich noch hören wollen oder nicht? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man Theater bei Theater und Film, wenn man da einen Zeitpfeil hat, aus dem man nicht rauskommt, als Rezipient. Ja? Und das muss mitgedacht werden von dem, der es macht. Aber das ist alles etwas, was vorher gedacht wird, in jedem Fall. Ja, das findet in erster Linie beim Buch statt, aber es ist natürlich manchmal auch beim Schnitt, sagt man, oh, die Szene ist jetzt langsamer geworden, als ich dachte, und die nächste Szene ist auch wieder eine langsame Szene. Schmeißel, du weißt, es gibt diesen schönen Spruch am Theater, was gestrichen ist, kann nicht durchfallen. Und das ist ein Leitspruch von mir. Ja. Also alles, was mir, wo ich sage, ich auch nur den Verdacht habe, dass es langweilig wird, streiche weg, wenn es geht. Manchmal geht es halt nicht, dann sitzt man in der Falle. Ne. Dann kann man nichts mehr machen, dann muss man sagen, scheiße, ist misslungen. Wahrscheinlich ist das ja vielen unbekannt, es wäre vielleicht ganz interessant, darüber zu sprechen. Sie sind ein akribischer Vorbereiter, wir haben gerade auch kurz darüber geplaudert. Es gibt nicht nur ein sehr genaues Skript, es gibt auch ein Storyboard, es gibt eine genaue Auflösung, es gibt vor dem Dreh eine genaue Kenntnis des Ortes und so weiter. Vielleicht können Sie darüber ein bisschen erzählen. Ja, ich habe also von meinen ersten Anfängen an, wo ich das noch nicht sehr gut beherrscht habe, immer mit Storyboard gearbeitet, obwohl ich überhaupt nicht zeichnen kann. Ich habe so Kinderzeichnungen mit, also Kreise um den Kopf mit Nasal links oder Nasal rechts, damit man weiß, wo er hinschaut. Aber es ist ausreichend, damit die Mitarbeiter wissen, was gemeint ist. Also die Größe und das ist alles irgendwie vorgeschrieben. Ich glaube, dass es wahnsinnig wichtig ist, in einem Medium, das ja, Dreh ist ja eine relativ komplexe Sache. Da passieren tausend Imponderabilien, man muss 50 Leute da zusammenhalten, dass das funktioniert. Wenn man sich da auf die Inspiration des Augenblicks hofft, ist man schlecht beraten. Also man muss genau wissen, was man will, und das in dem Zeitpunkt, in dem man ja arbeiten muss, über die Rampe zu bringen. Das ist übrigens ähnlich wie in der Oper. Ne? Die Oper ist, in der Oper haben sie wahnsinnig wenig Zeit, weil die Probenzeiten kurz sind, weil die Sänger teuer sind. Und das heißt, sie müssen genau wissen, dass der bei dem Tag nur drei Schritte von da bis dahin gehen kann, weil dann ist die Passage zu Ende und dann kommt die nächste. Und das kann man nicht erfinden. Ja? Wenn man, das könnte man erfinden, wenn man die fünffache Zeit hat. Am Theater hat man die Zeit, am Theater kann man viel mehr entwickeln und von den Schauspielern kommen lassen. Beim Film, meiner Meinung nach, geht das schwer. Das heißt, je besser man vorbereitet ist, umso größer ist die Chance, dass das rauskommt, was man wollte. Wenn man was Falsches wollte, hat man Pech gehabt. Ne? Dagegen ist kein Kraft gewachsen. Aber man sollte sich zumindest nicht diese Illusion leisten, dass im Moment die Sachen dann passieren werden. Es passiert dann. Gott, je strenger das Konzept ist, umso eher ist eine Chance, dass was passiert. Weil auch die Schauspieler sich beim Film sehr wohl fühlen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie genau eingebunden sind in etwas. Ja? Dass der Schauspieler wirklich genau weiß, warum, da nehme ich das Glas und dann mache ich das. Weil danach, da kann er sein, innerhalb dieses Korsetts kann er seine Freiheit entwickeln. Ja? Wenn er jetzt dem Regisseur erst was vorspielen muss und der sagt, naja, spielt das so, naja, dann könnte man die Kamera da drüben hinstellen und so,
wie das sehr oft stattfindet, wie sehr sie, wenn die Studenten anfangen, schwierig, sehr schwierig. Aber die Frage ist ja doch trotzdem, wie man sich dann in einer solchen, in so einem Korsett auch als Regisseur, das ist ja dann eine extrem logistische Arbeit, ja, wie man sich da erfrischt. Wie man sich da erfrischt? Ich meine, in der Arbeit, ja. Also um wach zu bleiben. Weil Sie sagen, Sie haben ja den Ausschnitt vorgeschrieben, Sie wissen, wie Sie es intoniert haben wollen und so weiter. Und wie Sie da sozusagen am Leben bleiben während des Drehens. Nein, aber das ist ja gerade der Stress. Also der Stress macht ja runter, ne? Man kommt ja jeden Morgen und also der Ingmar Bergmann hat mal gesagt, er dreht immer in der Nähe vom Klo, ne? Weil er die Hosen so voll hat, dass er ununterbrochen aufs Klo muss, vor lauter Angst, dass das nicht funktionieren kann. Und es ist ja in der Tat so, wenn man da früh zum Dreh geht, jeden Morgen überhaupt, und so, oh Gott, hoffentlich schaffe ich das bis am Abend. Weil, im Gegensatz zum Theater, muss ich sagen, wenn ich das heute bei der Probe nicht gekriegt habe, dann probieren wir es halt nur noch in 3 Tagen noch einmal. Das geht nicht. Wenn Sie es am Tag nicht haben, dann haben Sie es nie. Mhm. Und der Stress ist schon ziemlich gehört. Also da braucht man nicht aufgemuntert werden, dann ist man munter genug. Ja? Bevor wir öffnen zum Publikum, lassen Sie uns noch ein bisschen über Besetzung sprechen, weil ich glaube, einer der großartigen Dinge an diesem Film, für mich jedenfalls, hat zu tun, nicht nur mit der Art, wie gespielt wird, sondern auf welche Gesichter man da stößt, die auch für meine Begriffe oft wirklich viel zu tun haben mit der Zeit, ja, wo man ja immer das Gefühl hat, diese Gesichter gibt es gar nicht mehr. Ja. Das war natürlich eine der Hauptaufgaben beim Casting, vor allem beim Kindercasting, eben nicht nur begabte, schauspielerisch begabte Leute zu finden, sondern eben auch Gesichter zu finden, die man dieser Zeit zuordnet. Ja. Und das hat die Sache nicht einfacher gemacht, weil es ist schon mal schwierig genug, Kinder zu finden, die so schwierige Rollen überhaupt in der Lage sind zu spielen und dann noch so ausschaut, so, wie man es gerne hätte. Also wir haben über 7000 Kinder gecastet für den Film. Über ein halbes Jahr lang waren da 15 oder 20 Leute unterwegs und haben das gemacht, weil meine große Angst war, wir fangen mit der Maschinerie dieser Produktion an und ich muss irgendwie nach 2 Monaten sagen, Freunde, es tut mir leid, ich habe so für die und die Rolle, habe ich kein Kind gefunden. Das war also ein Albtraum, diese Vorstellung, und deswegen haben wir so lange vor Produktionsbeginn das schon gemacht, damit eine gewisse Sicherheit da ist, dass man die Kinder kriegt, und ich bin auch sehr glücklich, dass wir die gefunden haben. Wie arbeitet man mit Kindern? Ganz normal. Also ich muss dazu sagen, ich hatte einen wunderbaren Mitarbeiter, der das Casting gemacht hat, also verantwortlich war für das Casting, und der die Kinder während der ganzen Produktion betreut hat, also der wirklich so das Vertrauen von allen, die sagen, von den Kleinsten, der die halt in der Früh aufgeweckt hat und abends sich zu ihnen ins Bett gelegt hat und eine gute Nachtgeschichte vorgelesen hat. Und der hat die Kinder sehr gut vorbereitet, also die kamen immer mit gelernten Text und auch wussten auch, worum es geht. Und man konnte dann mehr oder weniger, abgesehen jetzt von den ganz Kleinen, ganz normal wie mit Schauspielern arbeiten. Die ganz Kleinen sind natürlich ein bisschen schwierig, weil so ein Kind, ein Fünfjähriges, halt wenn das einmal gemacht hat, schaut das und jetzt soll es das nochmal machen, versteht das natürlich nicht, warum. Ne? Und dann muss man das wieder irgendwie betütteln und nett sein und mit ein bisschen spielen gehen. Dann kann man halt noch einmal überzeugen, dass er da mitmacht. Ne? Das war schon ein bisschen anstrengend manchmal und zeitraubend, aber das gehört dazu. Also wir haben auch den Dreh oder die Zeiteinteilung beim Dreh natürlich daraufhin berücksichtigt, dass sich das ausgeht. Außerdem gibt es ja noch also Schwierigkeit, zusätzlich sind ja diese Gesetze, wo man also Kinder nur eine bestimmte Zeit am Tag beschäftigen darf, und das hat den Dreh natürlich verkompliziert, weil man konnte jetzt nicht mit einem Kind so eine Szene den ganzen Tag drehen. Ja. Wäre uns die Jugendpolizei, oder wie das hier heißt, natürlich vor der Tür gestanden. Ja. Wie viele Tage haben Sie gedreht? 3 Monate. Also das war angemessen, bequem
aber nicht luxuriös.